So, servus miteinander, willkommen auf Good Simple Life Nigeria. Heute mal wieder was Neues. Was heißt neu? Heute mal wieder eine Tour mit einem neuen Fahrer, wo ich mitfahren darf, um zu schauen, ob alles richtig macht. Das wird auch richtig angenehm. Nichts tun, einfach nur hinsitzen, zuschauen, abwarten. Schiewitz. So, jetzt warte ich, bis der gute Mann kommt, dass wir dann losfahren können. Dann fahren wir von der Firma aus ins Allgäu. Da wird dann das Auto getauscht. Weil quasi bei der heutigen Tour, da fährt einer in der Früh los, also wirklich sehr früh, eigentlich in mitten in der Nacht. Und der sammelt dann ein paar Stunden. Jetzt fahren wir runter. Dann wird das Auto getauscht, sodass wir jetzt heute den Rest sammeln. Und dann wird zur Firma Zott gefahren und abgeladen, gereinigt und dann wieder zurück nach Hause. Also viele bauen, also ich sage, es ist immer eine Rentnertour. Aber soll eigentlich recht angenehm, das Ganze. Natürlich nur bei schönem Wetter. Wenn es im Winter glatt, kalt ist, windig wie Sau, Schnee ohne Ende, dann macht es auch nicht so viel Spaß. Aber jetzt heute scheint das Wetter halbwegs gut zu sein. Dann geht es schon einigermaßen. Vor allen Dingen, wenn man nichts tun muss. Einfach nur nebenan hinsitzen, ein paar Süßigkeiten essen, Cola trinken. Ha, Schleichwerbung. Und er ist da. Das Auto ist angekommen. So, wir sind jetzt immer noch unterwegs Richtung Allgäu zum LKW. Und ich habe festgestellt, dass als Beifahrer ist es scheiß langweilig. Macht nicht richtig Spaß. Macht keinen Spaß. Zu langweilig. Wir sind jetzt gerade unterwegs in Urlaub. Natürlich nicht. Aber hier Urlaubsregion. Das ist die Bundesstraße Richtung Oberstdorf. Nur das Wetter spielt heute nicht so mit. Leider. Aber warm genug. Ah, schau. Da fährt ein Sattelzug. Vom Zott gerade ein Sattelzug vorbeigefahren. So schnell geht der Wechsel. Jetzt sind wir schon hier. Wir sind gerade in den Lastwagen eingestiegen und die Tour geht los. Hier Berge, Sonnenschein, naja, nicht wirklich, mehr Wolken als Sonnenschein. Jetzt geht es zum ersten Bauer. Wir dienen quasi unseren Landwirten und unsere Landwirte behindern uns. Scherz am Rande. Ah, hier, da ist der Gründen. Man sieht ja nicht mal den Gipfel wirklich, alles bewölkt heute. Wir sind hier übrigens in Rettenberg. Ich weiß gar nicht, haben die zwei oder drei Brauereien hier in Rettenberg? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist so eine Art Brauereidorf. Das heißt, die Leute hier in der Ortschaft, die sind immer dauerbesoffen. Nein, Quatsch, aber nicht. Aber der Blödsinn geht, gell? Trink Zöttlerbier, dann steht er dir. Trink Wasser aus der Zöttlerquelle, dann wirst du heiter, froh und helle. Genau, Schleichwerbung am Rande. Zöttler. Wie schnell fahren wir gerade? Das fühlt sich so langsam an. Wahnsinn, 60, das ist wie wenn man läuft. So kommt es mir schon fast vor. Wunderbar. Mei, so schön. So, und ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich der Schlauch zu kurz, weil bis zu dem Strich müsst ihr normalerweise fahren oder darf er höchstens fahren. Mal schauen, ob es reicht. Ich muss aber dazu sagen, er hat gewusst, dass es ein Strich ist, weil ich habe ihn davor noch gefragt, ob er weiß beim ersten Bauer, was aufpassen muss. Dann hat er gesagt, ja, das ist ein Strich. Sag ich, gut, dann weiß ich, das ist schon das Wichtigste.
Ja, der Strich ist dazu da, dass man da oben nichts kaputt macht. Ja, warum fährt er jetzt vorwärts? Keine Ahnung. Jetzt hat das gleiche wieder nicht bis zum Strich. Mit viel Gewalt kriegt das vielleicht zusammen, bin ich mal gespannt. Dann hat er eben. Da macht er gerade eine Vorprobe, das Fahrzeug, deswegen ist es jetzt gerade so gestoppt. Hier, wie heißt der See schon wieder? Rottachsee, glaube ich, gell? Weißt du gar nicht? Nein, immer weiter. Wir haben keine Zeit, wir müssen arbeiten. Wir haben Stress ohne Ende, Stress! Ja, so viel Stress mit 16 Kunden. Müssen wir den Navigas machen. Stress! So, schauen wir mal, ob es hier jetzt reicht. Ne, da haben wir noch viel Platz. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Da fällt sein Rohr. Hier wird mit Rüssel abgesaugt. Mit Rüssel. Mit Rüsselchen. Also der Arbeitskollege hat schon gesagt, ihm ist das egal, wenn ich ihn filme und das öffentlich mache. Aber eine Aufnahme machen wir jetzt trotzdem keine. Was machst du? Ja, mach ruhig weiter. Ich finde es lustig, da macht er das Rohr, hält er da rein. Das ist auch mal eine Methode. Ja. Okay. Aha. Okay. Es wird langsam sonnig. Da auf der Alm. Da gibt's keinen Sinn. Schön, hä? Idyllisch, alles schön. Wunderbar. Schau auf deine Kamera, pass auf, ja. Der Zaun ist gleich da, das geht nicht lange. Auf dem Weg zum letzten Bauern, ab durch die Ortschaft, auf die andere Seite, dann zum letzten Bauern und dann Leberkäse mal holen. Leberkäse, ganz wichtig. Vielleicht noch ein Energy-Drink oder sowas, aber das wäre es auch noch. Oh, hier beim letzten Bauern. Schlauch raus. Und? Wahrscheinlich zu weit weg, oder? Geht's noch? Es geht noch. Gut.
Wunderbar. Macht es Spaß. Einfach den ganzen Tag nebendran sitzen, gescheit daherreden und Leberkäse immer essen. Dann kommt dahinter noch Schokolade und dann noch ein Energy-Drink, aber da mache ich jetzt keine Werbung dafür. So schaut's aus. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Anhänger ran und dann müssen wir zum Abladen. So, da sind wir beim Anhänger. Ich hoffe, dass er erst das Anhänger mal aufmacht. Nicht, dass er dagegen fährt. Hoffe ich mal. Ja, schaut gut aus. Sehr schön. Oh, heute ist schon wieder recht kalt. Recht kalt ist. Wieder recht kalt. Sehr schön. Wunderbar. Ich bin ein schadenfroher Mensch. Irgendwie. Naja, nicht wirklich so alt. Passt. Passt. Schön. Dann fahren wir weiter, oder? Ja. Ja. Jetzt sind wir im Mertingen, hier zockt seinen eigenen Supermarkt. Ja, sozusagen. Hier diese Glaskasten da. Ich weiß, die waren schon. Nein, ich rede mit Video. Hier ist Glaskasten zockt. Da gibt es sogar hier auf der Seite gibt es sogar so 3-4 Parkplätze für LKWs, die dann einkaufen können. So, Dalle. Jetzt sind wir dann demnächst bei der Firma Zott. Demnächst hier. Ich war früher durchgefahren, jetzt eine neue Straße. Das ging so mehr oder weniger geradeaus. Da drüben ist Montewerk. Hier sieht man Monte hinter den Bäumen. Da kann man Monte erkennen. Da war ich noch nie. Also da war ich noch nie. Da müssen wir auch nie mit der LKWs hin oder so. Und hier drüben, wo die Tanks sind. Da ist eines der Zottwerke. Alles für die gute Milch. Und da ist die Einfahrt Zott. Werk Mertingen. Da muss man dann auf die Waage fahren. So Leute, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hier darf man noch was sehen. Innen drin dürfen nicht filmen. Das war's dann. Ich wünsche euch alles Gute. Jetzt muss ich hier auf die Waage zielen, damit der nächste kaputt fährt. Schön zwischendurch. So, auf Wiederloge, Servus, Pfiat, ja, bin die Ehre, ciao.